Und jetzt noch eine benahmte Variante vom chinesischen Sturmgewehr. Oh, das wär's ja. Aber wir haben fast keine Rache-Munition mehr. Was denn? Kickt er hier den Brustkorb durch die Gegend. Ja, du bist ja, du bist mir ja einer. Ne? Aber gefällt mir. Ich mag deine Art zu denken. Wer ballert denn hier? Oh, das ist ein Roboter. Da ist ein Roboter. Flop. Kritischer Schleichangriff. Er ist hingefallen, ne? Zugriff, Sharon. Zugriff. Vorsichtig. Red Skorpion von rechts. Albino-mäßig. Flop. Okay. Und jetzt müssen wir reinhauen. Na, Sharon. Aus dem Weg, Mann. Stopp, stopp, stopp. Vorsichtig. Na, reicht's schon. Schön zusammenreißen, Sharon. Oh, die Dinger sind so stark, Mann. On. Boom. Nee, nee, nee. Wir müssen was Größeres auspacken oder was schneller Schießendes. Oh, oh, oh. Sharon, pass auf. Bin ich froh, dass meine Güte, ey. Heftig. Ja, wir brauchen unbedingt eine große Waffe. Die Rache ist fast leer. Wir müssen uns Eugene abholen oder den Flammenspeier. Das war jetzt schon echt gefährlich. Also die Kampfflinte eignet sich bestimmt auf engem Raum gegen menschliche Gegner oder kleineres Gedöns, aber gegen die dicken Biester in Weiß, no way. Da müssen wir wirklich ein bisschen was Größeres auspacken. Aber noch haben wir Rache-Munition. Vorsichtig. Oh, ist das so ein Suchsender hier, Suchempfänger? Funksignal, Oscar, Tango, Funksignal erfasst. Das hören wir uns natürlich gleich mal an. Oscar, Tango. Na? Muss ich eventuell wieder die Lautstärke der Radios erhöhen? Ich speichere erstmal, ne? Nicht, dass das Spiel jetzt hier irgendwie abschmiert. Das wäre ziemlich uncool. Na, hallo? Raus hier. Ja, genau. Wir mussten laut stellen. Vielleicht jetzt schon mal die lokale Karte öffnen. Ich sehe hier noch nichts. Oh, Mensch, ey. Die Gegend hier. Hätte ich nicht gedacht, dass die so viel zu bieten hat. Immer schön die lokale Karte im Auge behalten. Hier geht's rein, ne? Nee, Quatsch, das ist nur eine Felge. Okay, okay. Kann ja mal passieren. Vorsichtig, Sharon. Hier ist schon wieder einer derb am Rumballern. Wird das Signal lauter oder leiser? Rauscht es mehr? Weiß ich nicht. Kann ich noch nicht mit Genauigkeit sagen. Wird leiser auf jeden Fall. Okay, Rückzug, Sharon. Lass die mal kämpfen. Wir können nur hoffen, dass wir von denen nicht überrascht werden. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wir halten die Augen offen nach irgendwelchen Kanalisationseingängen oder so. Ist noch leiser geworden, ne? Ja, noch viel, viel leiser. Geht schon in die Richtung. Jetzt regnet es auch noch. Akustisch natürlich ein Debakel, aber von der Stimmung her ein absoluter Segen. Immer leiser, leiser. Ah. Wie bitte? Ist das vielleicht hier mitten in der Ortschaft oder so? Ja, wahrscheinlich. Okay, dann brauche ich jetzt aber gerade nicht das Scharfschützengewehr. Das hört sich gut an. Na, hier rechts vielleicht ein bisschen. Da ist es deiner. Noch ungefähr gleich bleiben die Lautstärke. Na. Ne, jetzt ist schon wieder leiser geworden. Das war hier schon gar nicht mal so verkehrt. Irgendwo hier. Das muss irgendwo hier sein. Ach, gucke mal, sehr schön. Abflusskammer in die Richtung. Wir stehen quasi fast direkt davor. Hier, sehr schön. Cool. Wir haben das
Signal gefunden. Wir haben es geortet. Vorsichtig, Sharon. Hier könnte jetzt alles auf uns zukommen. Alles cool. Scheint unbewohnt zu sein, dieser Bunker. Wir kriegen ein Heftchen, nicht schlecht. Das große Buch der Wissenschaften und ein Vorkriegsbuch. Die können wir später verticken. Und ansonsten ein paar Drogen und eine Motorradhandbremse. Die lohnt es sich auch zu verkaufen. Ja, klasse. Na, immerhin, ne? Da liegt noch was. Kartoffelchips. Und was? Achso, das ist Sharon. Wie bitte? Ich dachte gerade, da liegt Sharon. Eine Sharon, das ist auch eine Frucht, ne? Das kann man nicht aufheben. Das sah gerade nur so ein bisschen danach aus. Sehr schön. Eine kleine, aber feine Suchaufgabe. Oh, 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 hallo. Fast wäre ich daran vorbeigerannt. Das wär's ja gewesen, ne? Lebt hier vielleicht noch einer? Was haben die hier gemacht? Was haben die hier gemacht? Das sieht aus wie der Tatort von einem unbeschreiblich schlimmen Verbrechen. Es riecht nach Kannibalismus. Aber mehr gibt's hier gar nicht. Hier ist nichts weiter. Nochmal mit Licht gucken vielleicht. Kampfmesser. Zu billig. Nehmen wir nicht mit. Okay. Bett schlafen? Nee. Nicht auf der Pampe da. Das muss nicht sein. Ich dachte gerade ganz kurz, als wir den Knopf gedrückt haben, dass wir gleich oben bei den Autos rauskommen. Bei der Robco-Tanke. Nee, Robco? Nee, Red Rock, Entschuldigung. Oh Gott, aber fängt auch mit R an. Man möge mir diesen Fauxpas verzeihen. Ich mache die Radios wieder aus. Zack, Audio. Radio raus, bitte. Und nice. Okay. Dann können wir weitermachen. Ich denke, das da drüben können wir begehen. Ja, die Tür sieht unverschlossen aus. Oh. Und die Metro müssen wir uns natürlich auch zumindest den Eingang davon mal angucken. Oh oh. Ist irgendwas mega am Rumglitschen. Hört mal auf, ihr macht mir Angst. Wachbot. Nehme ich. Hä, war das Donovan? Wer weiß. So, jetzt wieder, ne? Genau. Top Secret. Hallo Leute. Oh, wow, 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 wow. Flop. Dann weh, ne? Aber mein Kopf. Einen nach dem anderen putzen wir hier weg. Und gleich noch den nächsten. Yay! Oh, der hat so eine creepige Maske auf. Das ist die Hockey-Maske. Noch einer. Wir gehen in den Nahkampf schauen. Ich zücke die Flinte, die benannte Schrotflinte. Oh Gott, wie creepy. Doppelradio. 2x3-Dog. Okay, aber schon wieder. Kein Ton. Mach mal selber welchen an. Hallo, oh, hohoho, das wagst du nicht. Raiderkopf, verkrüppelt. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von der Flinte, muss ich sagen. 3 Schuss, oh. Wow. Ich dachte, ich hätte noch einen dritten im Wetz angesetzt. Generell weiß man ja hier immer nicht so hundertprozentig, welche spezielle Eigenschaften die benannten Waffen hier haben, also die legendären. Aber da gibt es ein Forum für und ich glaube, ich sollte das mal bei der Waffe prüfen. Also ich bin jetzt nicht so mega gerade davon überzeugt, aber wir bleiben mal dabei. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend bewerten. So, und dann noch, jupp, nehme ich, nicht mitnehmen. Billig. Raketenwerfer ist im Eimer. Sturmgewehr ist zu billig. 32er, die Pistole. Oh, hallo, wie bitte? Wert 110 für so eine 32er Pistole? Wie viel Schaden macht die? Okay, dann können wir die mit der kombinieren. Ach, die ist einfach nur komplett ganz. Und die ist, ja, die ist so billig, die brauchen wir nicht mitnehmen. Die macht 6 Schaden. Warum ist die so verflucht viel wert? Wow. Das sieht sehr komisch aus. Billardkö nehmen? Nee, ich lasse es doch lieber
ein bisschen hier rumschwingen. Als ob hier irgendwie ein Geist oder so wäre. Ein ganz kurioser Geist. Ja. Noch was? Pümpel. Ich glaube, hier waren wir schon. Habe ich übersehen. Nuka-Cola, Zündflamme. Nehmen wir ja auch immer mit. Muni, Muni, Mun, Mun. Klasse. Und auch hier wieder ein exzellentes Sensormodul. Das ist so eklig. Ich habe letztens so darüber nachgedacht, warum die Raider das immer mit diesem Aufknüpfen draußen machen. Also einerseits, ja, es sind irgendwo auch Sadisten. Schließlich gibt es ja auch so eine Sadistenrüstung. Das bestätigt diese Theorie. Aber darüber hinaus wollen sie natürlich auch ihre Feinde damit abschrecken. Und ja, es ist makaber und so, aber ich glaube, es ist auch ziemlich effektiv, wenn man so den Gedanken hat, wenn man daran vorbeiläuft. Oh, wenn ich jetzt hier weiter reingehe, könnte auch mir das passieren. Das wär's soweit, ne? Klasse. Ortschaft geklärt und jede Menge Kippen. Warum liegen hier so viele Kippen? Warum kann ich diese Schachtel nicht aufheben? Nein, ich will nicht den... Zigarette? Nein. Wobei, die wiegt nichts und ist eins wert. Nimm ich mit. Jetzt kann ich jetzt die Kippen nehmen? Nee, das sind magische Kippen. Doch jetzt. Wow. Ziemlich glitchy. Safe. Baseballschläge. Oh, der lohnt sich sogar. Lanterns. Kippen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den Safe auch mit dem Terminal öffnen können. Aber wir fangen womit an? Ach ja, genau, stimmt. Mit dem Safe, der schon offen ist. Hat sich erledigt. Laserpistole. Jupp. Lohnt sich. Und ran hier ans Terminal. Verschlossen leicht. Na gut, kriegen wir hin. Da braucht man sogar gar keine Klammern schließen. Hier sind nur drei Wörter drin. Streaks. 2 von 7. Settled. What the heck? Das ist aber echt, das ist eine schlechte Bilanz. Oh, und das Ding kann ich jetzt hier nicht anklicken? Doch, kann ich. Somehow, aber gerade so, über 8 Ecken. Nicht gut gesichert. Softlock Solutions Incorporation. Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit. Willkommen. Benutzer, Sperre aufheben. Der war schon offen. Was soll denn das? Was soll denn das? Veräppeln kann ich mich alleine. Na, aufmachen bitte. Während des Nachladens kann er keine Türen öffnen. Oh, warte mal, wie bitte? Wir sind doch nicht unterirdisch. Achso, hier geht's aufs Dach. Das ist ja cool. Das sieht man auch hier nicht häufig in Fallout 3, dass man irgendwie eine Luke nach oben klettern kann. Sharon! Sharon! Wo bist du denn, Mann? Warte mal. Der wird schon wieder auftauchen. Hoffe ich doch mal. So, dann können wir noch darüber gehen und die Metrostation nicht vergessen. Eine schöne kleine Ortschaft. Hier lässt es sich auf jeden Fall leben. Also sofern man die Raiderfeuer platt gemacht hat. Okay. Ich hab dich da oben überhaupt nicht... Er war doch da oben nicht, oder? Das ist super mysteriös. So ein bisschen wie ein verstrahltes Akte X gerade. So, Lebensmittelhändler. Zugriff. Scheint aber ruhig zu sein. Wie Dominosteine. Sehr nice. Ich speichere mal lieber. Ich würde mir das ganz gerne mal komplett angucken. Am Ende ist es bestimmt irgendeine Todesfalle oder so. Aber na gut. So, ich gehe mal hier rauf. Oh. Okay, der schießt dann darüber. Wow. Das war doch bestimmt nicht so gedacht. Warte mal, das möchte ich gerne bitte nochmal von vorne erleben. Was ist, wenn ich hier rauf gehe als erstes? Oh, ach so. Und er löst dann das aus und alles explodiert. Wie cool. Kreative Sadisten, auch hier bei den Raidern. Da liegt hier vielleicht die ein oder andere Packung Sugarbombs rum. Ja, hier ist eine. Und hier ist eine. Und hier und hier. Nice. Und hier ist noch eine. Das war schon sehr cool. Ach, hier sind ja noch welche. Ich laufe nochmal die Reihe ab. Aber sowas würde ich mir auch generell gerne selber hier im Spiel bauen können. Auch mit den Hebeln. So ein bisschen
So ein bisschen Minecraft-like. Aber das geht leider nicht. Nicht hier in Fallout 3. Wobei, da müsste man vielleicht sich ein bisschen mit dem Creation-Kit auseinandersetzen. Aber naja, das wäre nicht das gleiche, als wenn man das in-game tun könnte. Ja, ich glaube, wir haben alles. Ne? Vorne noch den Kühlschrank checken. Na, Musik. Das ist ganz sanft gerade. Also die Ambient-Bekleidung ist ganz sanft. Ich spiele mal ein bisschen selber was ein. Ich setze mir hier einen Marker, dass ich das gleich noch ein bisschen hier von den wunderbaren Klängen von Inon Sur begleiten lasse. Nein, stopp! Stopp! Keine GEMA-geschützte Musik, immer nur den Soundtrack. Der wird bis auf weiteres noch nicht bei YouTube getrackt. Und ich glaube, das wird er auch nicht. Sonst würden die ganzen, Gameplays zu Bethesda-Spielen nicht so präsent auf YouTube laufen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Interesse von Bethesda liegt. Ich glaube, wir haben alles. Ist hier vielleicht auch noch irgendwo eine Leiter aufs Dach oder so? Das ist sehr, sehr cool gewesen hier. Aber die anderen Packungen brauche ich alle nicht. Keine Sugarbombs mehr, keine Sugarbombs mehr. Boom! Noch schön den Generator zerschossen. Der explodiert auch mal so optisch hochwertig. Also mir gefällt's. Ich hoffe dir auch, Sharon. Ich glaube, wir müssen jetzt rüber zum Bahnhof, also zur Metrostation. Und dann wären wir auch schon fertig. Ach, herrlich. Ein wunderschöner Nachmittag. Der Himmel ist weitestgehend klar. Was will man eigentlich mehr? So, hallo. Zumindest haben wir jetzt hier auf jeden Fall den Schnellreisepunkt klar gemacht. Und ich glaube, das hier ist dann einfach nur wieder eine Verbindungsstelle zu anderen Bahnhöfen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen ablaufen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass wir hier irgendeine unique Persönlichkeit oder so links oder rechts liegen lassen. Das muss nicht sein. Oh, hier ist eine richtige Station. Vorsichtig, Sharon. Aber nicht sofort losschießen. Ist das Clown? Nee. Cherry Bombs, yay! Einmal auskippen, bitte. Fallobst. Fallobst. Was, wie bitte? Fallobst? Warum? Das kenne ich ja noch gar nicht. Fallobst, was bringt das? Rad plus 2, TP plus 6. Also die hebe ich mir auf. Fallobst. Fallobst? Also das Wortspiel ist sicherlich schon jedem eingefallen, aber... Wow! Aber Fallobst? Habe ich noch nie gesehen. Super! Ich habe auch einen Baseball-Knüppel. Der ist sehr viel wert. Mal gucken, wie wertvoll deiner ist. Oh, 17 Kronkorken. Er müsste 30 wert sein, aber ich glaube, ich kann ihn mit dem anderen vermengen. Und beim Baseballschläger machen wir kurz eine Ausnahme. Und ach nee, Quatsch. Dann nicht. Dann weg damit. Flop. Schmeiß das Teil weg. Dienstbuch der Elektronik. Yay. Was hatten wir sonst noch vorhin eingesammelt gehabt? Das große Buch der Wissenschaften. Was bufft das nochmal? Einfach Wissenschaften, ne? Also Hacken und so. Ja, da sind wir auch schon voll. Können wir verticken, sehr schön. Warum stehst du hier so komisch rum in der Ecke? Mysteriös. Schlafen müssen wir noch nicht. Werden wir beim Rausgehen machen. Damit wir wieder die optimale Tageszeit haben für weitere Erkundungen. Hey! Hey! Achtung! Wow, wo denn? Ja! Hast du den kalt immer? Ich bin sehr stolz auf dich, Sharon. Flop, kritisch! Wie er die Augen zugemacht hat, nachdem der Kopf abgeflogen ist. Das war schon... Das war schon sehr überraschend. Das wäre hiermit erledigt. Alle? Sind alle hinüber? Ich hoffe doch mal. Sturmgewehr nehmen wir mit. 90 Kronkorken. Die lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen. Na, ist hier noch einer? Zufällig? Sharon, bitte. Nicht so ein Lärm hier. Ja, ich weiß. Theoretisch hätten wir nur ganz kurz
die Waffe wechseln müssen, aber der Immersion wegen werden wir auch hin und wieder weiter manuell nachladen. Schließlich ist das eine sehr, sehr schöne Animation. Flop, meine Güte, ey. Was wir hier nicht alles kriegen, ne? Ist bestimmt gut möglich, dass diese Metrostation noch irgendwo großartig hinführt. Oh, da hinten. Stopp! 26%, das ist nicht viel. Vielleicht manuell ballern. Oder mit dem Siegersgewehr. Schön leise, ne? Schön leise. Alles cool hier. Da hinten tingelt nur irgendwer rum. Die Tür ist zu. Na, komm schon. Was machen die da?